Dann gehen wir, Marlene. Hier lang. Ist nicht mehr weit. Okay, wenn es nicht mehr so weit ist, dann sollten wir ja eigentlich bald da sein. Vielleicht finde ich ja auch unterwegs... Du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Vielleicht finden wir ja auch noch unterwegs so ein bisschen Munition. Das wäre mal ganz hilfreich. Wir sind jetzt auch gleich da. Das will ich hoffen. Mist. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was? Verhaftet und verurteilt? Nur wegen einer Ausgangssperre? Die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Das ist ja cool, ich kann mit den Ziegelsteinen auch zuschlagen. Kann ich da jetzt nicht ein bisschen laufen? Nee, kann ich nicht. Ich kann nur ganz normal gehen. Joel, hilf mir mal eben. Was nu? Das ist eine normale Tür. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Ja. Lass die Scheißfinger von hier! Hör auf damit! Musst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist! Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ellie! Wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Bei Wuss! Gehen wir. Los! Wurststöckchen! Viele, komm! Aber es ist trotzdem ziemlich interessant, dass die kleine Ellie heißt. Ich meine, ne? Irgendwie, ist euch das mal aufgefallen? Es gibt ziemlich viele, falls es irgendwie einen weiblichen Charakter gibt, in irgendwelchen Spielen, die dann kurzzeitig mit dabei sind, dann heißen die alle Ellie. Zum Beispiel bei Dead Space Extraction. Die heißt auch Ellie. Oder Bioshock Infinite. Heißt sie Ellie? The Last of Us. Heißt sie Ellie? Oh Mann. Gut, also jetzt habe ich dann das kleine Beilchen am Hals. Diese Ellie, die ich jetzt... Oh, ich habe Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Firefly-Anhänger. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Richtig. Das war Philipp Leo. Die 105. Moment. 102 haben wir. Die 105 haben wir. Umdrehen. Ah. Hm.
Das würde ja bedeuten, wir haben schon wieder die ersten paar übersehen. Und ich wette, das war genau an diesem Abschnitt, wo ich einfach nur stumpf durchgelaufen bin. Yes! Bin schon am überlegen, vielleicht das ganze Game nochmal neu zu starten, nur um diese letzten paar Anhänger zu kriegen. Es gibt bestimmt ein Achievement dafür, alle Anhänger zu finden. Und ich will alle Achievements haben. Natürlich auch in einem Durchlauf. Was denkt ihr denn? Gebt mich doch nicht mit halben Sachen hier zufrieden. Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. Dann kommen wir da hinten her. Natürlich nicht. Abgeriegelt. Hier vorne her. Was haben wir denn hier? Ein Kinderspielplatz? Naja. Verdächtige Aktivitäten? Da hinten sind ein paar Leichen. Das ist sehr verdächtig für mich. Verdächtig hier runter. Ist es auch genauso, dass, ja, weiß nicht, kein Plan. Los, mach ihn. Ja, doch. Bringen Sie mich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten. Unten. Ist frei. Wir können weiter. Los. Aber ich weiß nicht. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Wir bräuchten eine Leiter oder irgendwie sowas. Aber die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, kriegen wir Tess nochmal zurück? Oder ist die jetzt die ganze Zeit über weg? Aha, Cookie da, was haben wir denn hier? Da können wir doch verziehen hier. Los, da. Elino, helf doch mit, du blöde Ziege. Wollen wir den ganzen Scheiß alleine machen? Ich muss den ganzen Scheiß alleine machen. Das war ja sowas von klar. Los, Elli. Kommst du? Na los jetzt. Oh Mann. Kinder. Schrecklich. Der Tunnel, schmuggelt ihr Sachen durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Da sind wir uns ja einig. Kriege ich das Ding vielleicht auf? Kann ich es aufschlagen? Natürlich nicht. Na super. Was habt ihr denn wohl gedacht? Sind das Sporen, die hier rumeiern? Oder ist es einfach nur Staub? Ich weiß nicht, im letzten Haus, wo das da anfing, waren das nachher Sporen. Gut, die Straße sieht leer aus. Warum schleiche ich hier eigentlich? Warum kann ich nicht laufen? Soll ich sie hier hinbringen? Hallo, jemand zu Hause? Hier ist es. Fühl dich wie zu Hause. Mach dich bequem. Der Kühlschrank ist vorne hinten in der Ecke. Ein Fernseher funktioniert nicht. Ich habe die Stromrechnung nicht bezahlt. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh,
Und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Du wärst mit Zeit totschlagen. Ich habe leider keine Wachsmalstifte dabei. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Wow, gehst jetzt ans Rausschmuggeln? Hier ist nichts. Wie schaut's aus? Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na, das hast du so einfach. Na dann. Na los. Warum schummeln die sich alle vor? Oha. Noch einmal. Dann würde ich mal sagen, geht's nach unten. Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht so laufen wie geplant. Eine Karte mit den Patrouillenrouten außerhalb der Zone. Aha. Okay. Hostile Camp. Infestation. Okay, unten sind also überall Zombie. Safest route to Charlie. South Patrol. Safe now. Die sind da vorne also. Westpatrouille, südliche Patrouille. Wir kommen dann wahrscheinlich oben durchs Tor. Müssen erstmal die Straße lang entlang runter folgen. Bis zur großen Hauptstraße. Und dann geht's nach links. Nächste Hauptstraße wieder links. Blödsinn. Erste Hauptstraße rechts. Danach links. Danach rechts. Und dann die zweite Hauptstraße wieder links. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Ansonsten muss ich halt zwischendurch nochmal gucken. Und ich hoffe, die Karte passt auch. Nicht, dass ich jetzt ganz woanders rauskomme. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Ich gucke mal. Und wie schaut's aus? Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Sieht gut aus. Okay, wir können, kommt hoch. Ja, ist alles okay. Die hören uns auch kommt nicht. Keine. Sei vorsichtig. Okay. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Warum? Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen.
Pass auf, wo du hinläufst. Aber warum ist der Regen nicht gut? Warum soll der Regen nicht gut sein? Ich meine, letztendlich, dadurch hören sie uns auch weniger. Eigentlich ist das doch gut. Können wir jetzt hier? Nee, okay. Wir müssen also hierher. Hier geht's lang. Was haben wir jetzt da vorne? Wie schaut's? Scheiße! Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Das ist nicht gut. Du kennst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Ah, fuck. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtlingen.